Oh mein Gott, ist das Das hier sind schon wieder vier. ungeordnet. Chaosbrot. Okay, und Funkenwandlung. Irgendwie Funkenheilung war das dran, ne? Funkenwandlung. Okay. Handlung. Das Ritual der Beschwörung. Ach, Beschwörungsportal. Okay. Seid ihr schon bei Boss mit? Okay. Der Boss lässt sich erst hauen, wenn wir da den ganzen Trash drumherum gemacht haben. Hui, ich schwöre, wie baut man jetzt noch halt eine stabile Funken auf? Indem du deine normalen Zauber castest. Hast du alles, was du nicht aufbauen kannst? Und alles, was du castest, baut Funken auf. Wenn du crittest, dann baust du noch mehr Funken auf. Also schneller. Ah, okay, cool. Du hast ja da diese Funkenanzeige. Ja, die sieht total toll aus. Ja, auch wenn ihr die jetzt nicht seht, weil wir heute kein Splitscreen haben. That's right. Chrissy hatte keinen Bock, selber auf seinem Laptop noch was aufzunehmen. Ja. Das ist auch richtig. Also haben wir gedacht, ja, heute mal wieder ohne. Muss ja, es ist. Sein. Ich glaube, dass wir das in Zukunft auch vielleicht so lassen, nur dass wir uns dann abwechseln oder sowas, weil zwei Bildschirme auf einmal dann doch so viel Information auf einmal sind, so als wir sehen, was da Chaos wird. So. Oh, wie geil. Ein 2K-Crit hat er schon mal rausgehauen. Da kann das Level up verbringen. Und ich krieg das Siegel der Rechtschaffenheit. Ich habe endlich das AE-Siegel. Stimmt, das kommt jetzt zu spät. Früher hast du das am Anfang ziemlich früh gekriegt. Früher hat man auch dieses Schild sehr früh bekommen. Auf den Boss drauf. Ja, ich hab's erst seit kurzem. Das Schild der Rechtschaffenheit habe ich bis mit Level 40 bekommen. Kommen andere Skills im Wesentlichen früher. Der Chaos-Blitz ist echt geil. Ja, warte mal, wenn du dann später noch deinen Skill kriegst, dass du dann 30% mehr. Jetzt auch noch verfehlt! So eine Scheiße. Wieso sagt mir BBM gerade jetzt wieder, dass es wieder ein Update braucht? Es braucht doch eh alle 3 Tage ein Update. Ich hab schon echt nicht mehr gedacht. Kette dum. Ich hab einen Chaosblitz. Ja! Da hab ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Ja, jetzt hat er endlich seinen wichtigsten Skill. Gubbel. Ich hingegen bin schon ab Level 10 mit meinem tollen Schild rumgerannt. Ich hab damit die Box gewonshottet. Das war lustig damals. Naja, das ist irgendwie Paladin und so, das ist. Paladin XD, XDD, XD, DD. Hello, my name is Paladin and I throw you my shield in your face. Ja, weil ich's kann. And that's because das I can. Das ist der letzte sein, so laufen. Ja, danke. Einmal quer durch die Inni laufen, zurück und dann nochmal. Chaos Blitz! Bam! Uhuhu. Die Bosse haben es hier so mit Kicken und wieder zurückporten. Chaos Blitz! Hier ist so geil. Nee, das kommt erst mal. Angriffsdolch, beides Crap. Das beste Kommentar. So, jetzt dürfen wir das Bauen von Uldor einmal kurz aus dem Dungeon rausporten, dann wieder reinporten, dort die Quest. Also nicht Instanz verlassen, sondern rausporten. Das ist sehr wichtig. Ja. Ist bei jeder dritten Instanz, in jeder Aufnahme ist mir das passiert, ey. Ja, Instanz verlassen, anstelle zurück zum aus dem Dungeon teleportieren. Quests abgeben und so. Naja.
Und dann gab es immer wieder so diese Differenzen auf einmal vom Level ab. Und dann kam ja diese Pizza-Folge, wo dann ich noch ein bisschen nachgequestet habe, um auf denselben Stand zu kommen. Der Feuerwehrmann Angry Face. So einen Titel müsste es auch geben: Feuerwehrmann in WoW oder so. Warum eigentlich nicht, ne? Genau, anstelle im Feuer stehen oder wie heißt das, war der Erfolg von Todesschwinge, wenn du verbrannt wurdest. Im Feuer gebadet. Genau, im Feuer gebadet. Beziehungsweise stood in fire, wenn man es im Englischen nimmt. Gibt dann den Titel Feuerwehrmann. Der Professor Angry Face, das müssen wir umändern auf Angry Face, der Entdecker. Ja, ich hatte mal wieder Langeweile, wie so immer, wie immer, und hab mir gedacht, okay, dann mache ich den Entdecker irgendwann mal. Halt, dass diese Plattenhosen, die hier gedroppt haben, für Level 52 sind. Ich glaube, bis dahin hast du schon wieder was anderes. Ja, das liegt das, einfach auch daran, dass diese Inni früher mal so für Level 50 bis 60 war. 10 Level hast du da noch, da hast du schon lange was Besseres. Ja, mal schauen. Vor allem etwas, was noch Booster dabei hat. Ja. Einen essentiellen Wert, der vielleicht einfach. Vielleicht in die Funkenwandlung. Ah, cool. Bisschen Max Leben. 15% eurer Gesundheit. Aber ein Funke baut sich praktisch immer automatisch auf, oder? Ja. Der ist immer ready. Sofern du nicht gerade verballert hast. Also, sofern ich nicht gerade eben raus. Lauf in der Luft. He makes the air walk. Das war der erste. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Ja, ganz toll. Ah, ja, okay. Au. Ja, ich hab vergessen, dass man sich schon. Okay, gut. Jetzt ein bisschen schneller hier. Ach so, hast du Dinge aufgebaut. Mhm. Ja, die tun mir total leid. Für irgendwas müssen sie doch da sein. Ja, die ganzen armen Irrwische, die brauchen wir irgendwann nochmal, gehe ich an Archimonde. Hallo? Oder Son Goku braucht sie. Son Goku, ich gebe dir meine Kraft. Krieg keinen Rappel! Warum? Weil es so lang dauert. Nur Waffen. Was davon gibt am meisten Kohle? Schaust du halt an, was cool aussehen kannst. Ich wollte gerade sagen. Also das schon mal nicht. Den Staub hol ich mir schon. Der haben wir schwul. Also wenn überhaupt das Ding. Glaube ich meine Axt auch mal irgendwo. Hat ganz gut zu einer Blutelfe gepasst. Gut! Und dann haben die Helden des heutigen Tages erfolgreich Düsterbruch hinter sich gebracht. Und jetzt melden wir gleich für die nächste Inni an, oder? Ja. So ist richtig. PvP haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Vergiss es. Warum nicht? Jetzt machen wir total verkackt, weil die Horde wieder eine gute Gruppe hatte. Ich war der Zweitbeste im WoW. Ich hatte echt am meisten Kills. Da war ich total stolz auf mich. Und jetzt Loki, Feuer stark. Na, so habe ich es nicht gemacht, nee. Außer einmal. Ja, das war klar. Ja, der war am Davonlaufen und es kam keiner hinterher und dann. Jetzt sag einen Buchstaben, das nimmt der nicht an. Die Idee. Die blöden Ideen. Ich habe wieder die perfekte Stelle gefunden für mein Pferd. Oh. Bügel der Klingenhauer. Oh. Oder die Quest schon. Die haben wir noch nicht. Nee, weil da waren wir noch nicht drin. Nee, die ist jetzt erst orange geworden. Die war zuvor noch. Die drei Quests, oder gelb geworden. Die war jetzt erst die ist eigentlich sehr lang. Ja, aber ich finde die jetzt nicht so schlimm. So schlimm ist sie nicht. Nee, vor allem hat sie ein paar schöne Untote drin. Ja. Die stunnen kann. Schöne Untote. Sagst schöne du? Untote. Es gibt keine schönen Untote. Ich glaube, die sind ja auch untote die Schweine. Okay, ja, die Schweine wurden von den Untoten wiederbelebt. So.
hab schon wieder Aggro. Irgendwie haben wir hier noch einen zweiten Podfaller in der Gruppe. Ja, das sehe ich angemeldet. Dann soll er wenigstens einen Zorn ausmachen. Einen Slash P davor zu schreiben. Interessant. Das sind zwei Bewegungen zu viel. Definitiv zu viel. Ja, ja. Definitiv. Definitiv. Das ist definitiv. Definitiv zu viel. Okay. Oder falsche. Ich mache jetzt so lange, bis er entweder den Zoll ausmacht oder geht. Dann soll das Copy and Paste. Oder mit Alt nach oben im Chat. Habe ich gerade gemacht. Oh, jemand hat meinen Seidenstoff gekauft. Oh! Jetzt hat er es geschnallt. Jetzt kommt er drauf. Ja, das ist die 50 Chance. Ja. Naja, nachdem der eine oder andere denkbare Ding der Tank ist. Ja, da ich nur als Tank angemeldet habe, weil ich momentan noch keine Zweihandwaffe zum DD spielen habe. Ist eh noch nicht sinnvoll, momentan. Du hast Tank wahrscheinlich eh noch mehr Schaden. Bei Exorzismus, Exorzismus. Ja. Also ich hab's ja selber auch 46, das macht ein Exorzismus. Ja, die ist die Würfel. Massenexorzismus ist genial. Bauen sich die Pumpen irgendwann wieder ab von selber? Ja, wenn du eine Zeit lang nicht im Kampf bist, bauen sie sich so lange wieder ab, bis du wieder auf einen bist. Aha. Okay, dann mach weiter da. Es dauert eine Zeit, bis sich die wieder aufbauen. Hast du schon was? Nein, nur noch nicht, dass er das hat. Verwüstung habe ich aber, das ist kein Omen. Gemeint ist Verwüstung, nicht das Omen der Verwüstung. Das ist mal Omen der Verwüstung. Jetzt heißt es nur Verwüstung. Ich bin halt immer nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand. Ja, die haben da einiges umbenannt. Also wenn du dann auch eine Verwüstung machst, dann unter von anderen so Chaos Ball. Ja, dann ich frage mich wie sowieso, warum ich hier schon wieder alleine bin. Also beide, weil wir gerade den Boss machen. Weil wir gerade den Boss machen, Kiki. Wel? Ach so. Die Spinne. Oder Spinne. Kiki. Ja, nimm sie halt einfach mit. Ja. Mehr Spaß. Ja. Je mehr, desto besser. Hab mal was mitgebracht dann. Bin halt auch wieder ein bisschen verteilt.
und ich so hier wieder allein bin. Wir machen den Boss. Durchlooten hier, nichts Gescheites dabei und Inventar ist wieder mal voll, optimal. Jetzt kommt der. Jetzt kommt der Big Boss. Hat's zwischen vier Bums gewonnen. Macht und unten ist er. Wollen wir die Begleitfest hier eigentlich auch machen? Genau, Idee. Relativ. Ja, aber auch dann am Rückweg dann. Ja, am Rückweg ist was anderes. Und, kann man mal abkürzen. Also im Rennen geht schon dahin. Na, ganz toll. Kriegt so einer wieder die Quest nicht, weil das ist so typisch bei den Randoms. Ja. Ja. Da hat mal wieder jemand zu schnell geklickt. Hab ich gewusst. Mhm. Kannst du es nicht mehr genießen. Ich schau euch doch zu. Ich hab die Quest auch nicht bekommen. Dann schauen wir denen alle zu. Ich weiß nicht. Sollen wir denen helfen? Ja, es geht auf jeden Fall schneller, wenn ihr ihnen helft, dann seid ihr auch schneller. Ja, nee, da. Fest annehmen, alle kriegen es fertig. Ja, ich weiß nicht, das wäre so eine Quest, die dann schon automatisch geteilt werden sollte oder so. Ja. Da kann man sich ja immer noch entscheiden, ob was ne annimmt oder nicht. Hat Blizzard nicht mitgedacht. Also Blizzard, falls ihr dieses Video seht, macht ihr da mal. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Zumindest fürs nächste Add-on. Ja, das macht dann irgendwann Bling auf einmal. War in dem Kaffee des Blizzard-Mitarbeiters halt dann Erleuchtung drin. und dann kommt Malte und macht's wieder rückgängig. Ja, er kommt dann irgendwie sein Patch und dann, ja, denkst du dir, cool, endlich mal. Nächstes Patch ist dann wieder weg. Im nächsten Patch haben sie die Ini entfernt. Oder so. Und Charmy kriegt so ein super cooles Totem, der mit Damage erhöht. Nächstes Patch ist weg. Weil es kann ja nur der Charmy. Jetzt warten wir hier, dass die Quest irgendwie vorbei ist und wir weiter können, weil uns das jetzt nichts gebracht hat, außer die EP von den Mobs, die wir jetzt da, die da stirbt. Das ist wieder super! Ich geh mal Quest abgeben. Wenn du willst. Ja, das geht doch da gleich weiter dann. Ja, es kommt drauf an, wie...